Bis hierher zur alten Römerstraße in Heddernheim sind die Häuser vorgerückt, nicht weiter. Ein Glück für die Archäologie, denn auf dieser Fläche hat sich, Meter tief im Boden, ein Tor geöffnet. Zu einer großartigen antiken Stadt. Bevor jetzt die letzten Grabungen enden, hat das Denkmalamt einiges zu zeigen, auch Luxusartikel aus römischer Zeit. Also zum Beispiel haben wir hier eine sogenannte blaue Rippenschale. Es ist der Rand, dann, warum es Rippenschale heißt, ergibt sich natürlich. Großer Durchmesser, ein sehr teures Stück, aber so etwas, das ist ein Luxusgut. Das kauft man sich für teures Geld auf dem Markt. Teure Dinge wie diese sagen ganz klar, das römische Nida war nicht provinziell, es war eher Großstadt, wie das Frankfurt seiner Zeit. Alle Annehmlichkeiten, die Frankfurt bietet, angefangen von den Theatern bis hin zu den Bädern, das alles hat der Römer auch hier gehabt. In der Grabungsfläche liegt der Beweis dafür. Spuren riesiger Großstadthäuser, aber leider nur Spuren. Denn das hochwertige Mauerwerk ist weg, schon lange. Wir haben hier in Heddernheim nämlich das ganz große Problem, dass man uns im 19. Jahrhundert aus Recyclinggründen im Endeffekt die römische Stadt wieder ausgegraben hat. Man hat alles, was behauene, schön behauene Steine waren, hat man ausgegraben, hat sie abgebaut und hat sie dann zum Bau wieder weiterverkauft. Übrig bleiben Verfärbungen, wo einst Mauern waren. Das römische Haus hier hatte 500 Quadratmeter und mag 10 Meter hoch gewesen sein. Glück für die Archäologen, das Zimmer nebenan war mal ein Bad. Der Estrich ist noch da. Römische Handwerker haben darauf eine Heizung gebaut. Das sind die Stellen, an denen quadratische Ziegel hochgemauert waren, die dann etwa auf der Höhe einen Fußboden getragen haben. Die Heißluft konnte hier unten drunter durchstreichen. Der Fußboden war beheizt und man bekam keine kalten Füße, wenn man ins Bad ist. Rolf Skripczak hat auch einen Lieblingsfund, einen römischen Keller, Teil von einem Fachwerkhaus, das schon vor den Steinbauten hier stand. Das Besondere, der Keller war mit Holz verkleidet und das ist sogar noch da. Man sieht hier so ganz zart den rechteckigen oder quadratischen Kellerraum. Der Keller selbst ist im Rahmen eines Schadfeuers abgebrannt. Das heißt, der heiße Brandschutt fiel in den holzverschalten, holzgebauten Kellerraum und hat dann durch die Hitze dafür gesorgt, dass die Bauhölzer zumindest teilweise verkohlt sind. Denn erst wenn Holz zu Kohle wird, überdauert es die Zeit. Die letzte große Grabung in der Römerstadt geht zu Ende, aber geschätzt 10 Tonnen an Funden sind noch zu untersuchen und halten sicher noch Überraschungen bereit.